Die gefürchtete Vogelgrippe ist in Nordrhein-Westfalen angekommen. Der todbringende Virus H5N8 bedroht auch bei uns das Geflügel. Bei den Veterinärämtern der Städte und Kreise läuten die Alarmglocken. Auch im Kreis Heinsberg wurden entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen. Die Folgen sind aber für die Geflügelzüchter dramatisch. Ein Beitrag von Michael Köhler. Die Zeit, in der die Hühner von Landwirt Manfred Hermanns unbeschwert auf der Wiese scharren können, ist vorbei. Vorerst. Denn das liebe Federvieh muss geschützt werden vor dem gefährlichen H5N8-Virus. Hinter dieser Abkürzung versteckt sich die absolut tödlich verlaufende Vogelgrippe. Mediziner sprechen gar von einer Vogelpest. Eine sogenannte Einstallpflicht wurde vom Veterinäramt Heinsberg verhängt. Ja, für Geflügel ist die Geflügelpest todbringend. Sie ist hochgradig gefährlich und sie wird übertragen durch Wildvögel auf die Haustierbestände. Und der Ansteckungsweg ist entweder der direkte Kontakt oder aber indirekt, dass Hausgeflügel und Wildgeflügel aus dem gleichen, von den gleichen Futterstellen fressen oder in dem gleichen Teich schwimmen. Für den Menschen sei die Geflügelpest nicht gefährlich. Da sind sich die Experten einig. Der Verzehr von Eiern ist für den Menschen nicht gefährlich, denn eine Übertragung der Erkrankung durch infizierte Lebensmittel ist noch nicht nachgewiesen worden. Für das Veterinäramt bedeutet die Vogelpest viel Arbeit. Besorgte Bürger, aber auch Geflügelhalter erkundigen sich laufend nach dem aktuellen Stand der Dinge. Sorgen macht sich auch Eierproduzent Manfred Hermanns, der aus seinem Schlickhof unmittelbar von der Einstellungspflicht seiner Freilandhühner betroffen ist. Ja, wir vermarkten mit der Firma Ruhrtal-Ei ca. 5,5 Millionen Freilandeier und ca. 3,5 Millionen Bio-Eier. Für uns hat die Aufstallungspflicht insofern ein hohes Risiko, weil wir nicht abschließend wissen nach der 12-Wochen-Regelung, ob wir dann noch unsere Eier als Freilandeier oder Bio-Eier vermarkten können. Für unseren Betrieb als solches oder unseren Tieren besteht die Gefahr, trotz Aufstallungspflicht, dass durch Schadnager oder Ähnliches noch der Virus in den Stall reinkommt und dann die Tiere gekeult werden müssen. Manfred Hermanns beliefert mit seinen Eiern die Industrie, den Handel und in seinem kleinen Hofladen auch den Endverbraucher. Gerade in der Vorweihnachtszeit, die verkaufsstärkste Zeit für seine Eier, bedeutet der Verlust der Marke Freilandei einen finanziellen Schaden von rund 200.000 Euro. Ein Verlust, den er kaum auffangen kann, mit erheblichen Konsequenzen. Sollten wir nach der Frist unsere Freiland- und Bio-Eier nicht mehr als Freiland- und Bio-Eier vermarkten können, dann bedeutet das für uns ein erheblicher wirtschaftlicher Verlust, wobei dann der ein oder andere Arbeitsplatz gefährdet ist. Manfred Hermanns beobachtet die Entwicklung und Verbreitung der Vogelpest ganz genau, steht im ständigen Kontakt mit dem Veterinäramt. Unterstützung bekommen die betroffenen Geflügelhalter und Eierproduzenten auch durch die Kreisbauernschaft. Bernhard Konzen, Kreisvorsitzender der Landwirte, kann die Sorgen der Mitgliedsbetriebe verstehen und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben hier im Kreis Heinsberg 10 Mitgliedsbetriebe, die betroffen sind. Es sind die Regionen Wassenberg, Hückelhofen, Gangelt, Heinsberg im Moment zum Sperrbezirk erklärt worden. Das heißt also 1000 Hühner, die auf einem Betrieb sind und mehr, sind die Referenzgröße gewesen, damit im Grunde genommen die Freihaltung dann aufgestallt werden muss. Wir haben dort große Sorgen um unsere Betriebe, dass dieser Virus in den Stall hineinkommen kann oder in die Tiere hineinkommen kann, weil der müsste dann gekeult werden, der Bestand. Und das führt natürlich dann dazu, dass das existenzbedrohend ist. Das Einhalten der Hygiene und Desinfektion ist ein absolutes Muss zu Zeiten der Vogelpest. Die Geflügelhalter sollten Hygienemaßnahmen einhalten, die dienen dazu, um ein Einschleppen des Erregers in die Hausgeflügelbestände zu verhindern. Hier muss Schutzkleidung getragen werden, die Schuhwerk muss gereinigt und desinfiziert werden und es sollte peinlichst darauf geachtet werden, dass auch kein Fremder den Stall betritt. Die Kreisbauernschaft berät ihre Mitglieder regelmäßig zur aktuellen Situation der Vogelpest, gibt wichtige Tipps zu Schutzmaßnahmen. Wie lange die Gefahr der hochansteckenden Vogelpest noch andauern wird, ist ungewiss. Solange muss Manfred Hermanns seine Hühner einstallen. Tut er es nicht, kann die Behörde ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro verhängen.